Gedächtnisstütze. Habe ich dir schon von meiner Gedächtnisstütze erzählt? Ich glaube nicht. Alles, was ich brauche, sind drei Objekte, die mich an die entsprechende Situation erinnern. Genauer gesagt, an die drei E. Emotion, Einstellung und Essen. Beantwortet das deine... Ja, da wird es wahrscheinlich jetzt sich wiederholen. Hinweise, drei Es. Was ist, Täubchen? Hast du deine Frage vergessen? Ein kleiner Tipp. Versuch dich einfach an die drei E zu erinnern. Das erste E steht für Emotion. Es zeigt mir, ob ich in der Situation... Das zweite E steht für Einstellung. Es erinnert mich daran, ob ich die Situation durchstärke. Das um mich... Ja, das hat man, und das sagt er auch noch. Eine lehrreiche Geschichte über mein... Leider fehlen mir noch... Bla bla bla, okay. Notizblock, okay. Haben wir es da oben. Also Tipp 1. Wie jeder weiß, erzeugt jedes Essen genau eine Emotion und fördert eine Eigenschaft. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig. Denn nur sie verhalfen mir immer zu großer Stärke. Okay. Bei Äpfeln gibt's. Ich glaube, das schreibe ich mir mal lieber auf, weil ich das dann später vergesse, wenn ich mal einen Zettel finde. Wo haben wir denn einen da? Ah, Hilfe, so. Was war's mit Äpfel sind Stärke? Oder waren niemals traurig und gibt Stärke? Nicht traurig und Stärke. Okay. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Warte mal, nochmal mit heroisch. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Wut keine Stärke, heroisch nicht traurig. Okay. Auf den Notizblock oben kann ich aber irgendwie auch nicht zugreifen, ne? Nee, scheint nicht so, aber wenn ich draufklicke. An diesem einen spitz ich an die... Oh, eigentlich... Kokosnüsse bewahrten mich immer zuverlässig. Boah, schläfrig. Kokosnüsse sind nicht schläfrig, okay. Okay, und da gibt es einen vierten Hinweis. An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel, noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Oh mein Gott. Okay, bei dem Tag der Tempelritter, nochmal anhören. An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel, noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Boah Gott, das ist... An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel, noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Nicht traurig, Banane. Was ist fröhlich, Kokosnuss? Ne? Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Nicht fröhlich, also. Auch nicht fröhlich, ne? Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Nicht fröhlich, Kokosnuss. Okay. Verstehe.
Du willst die Hinweise noch das Gewicht nehmen. Okay. Jetzt kann ich den Notizblocker machen, okay. Wie jeder weiß, erzeugt jedes Essen genau eine Emotion und fördert eine Eigenschaft. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals, okay, jetzt wird es mir auch gesagt, niemals traurig. Denn nur sie verhalfen mir immer zu großer Stärke. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Und drittens, Kokosnüsse bewahren mich immer zuverlässig vor Schläfrigkeit. Fülle zunächst das Gitter mit Hilfe der ersten drei Tipps aus. Okay. Also, erstens, wie jeder weiß, erzeugt jedes Essen genau. Mit Äpfeln im Gepäck war er niemals traurig. Okay. Sie verhalfen immer zu großer Stärke. Okay. Was ist denn bitte heroisch? Fordert eine Eigenschaft. Okay, fröhlich, traurig, das und das hier sind dann, wie ich soweit sehe, das sind es dann wahrscheinlich Stärke, Helmut, Schläfrigkeit. Schläfrigkeit wird wahrscheinlich der Bär sein. Wut ist dementsprechend das hier. Konnte ich nie große Stärke beweisen. Stärke könnte aber auch der Bär sein. Schläfrigkeit wird aber auch zum Bär passen. Okay, dann kann ich hier anklicken. Gut. Stopp. Nein, wollte ich gar nicht. Wie mache ich das wieder weg? Nee, will ich nicht. Ah, okay, muss ich draufklicken. Gut. Mit Äpfeln im Bauch war ich niemals traurig. Okay, dann kann ich das schon mal machen. Dann war er nicht traurig. Okay. Denn sie verhaften immer zu großer Stärke. Jetzt werden wir natürlich wissen, was wird hier als Symbol der Stärke gezeigt. Ah, ich glaube, hier brauche ich dann durch die Figuren aus dem anderen Raum drüben, verstehe. War ich niemals traurig, sind sie verhaften immer zu großer Stärke. Jetzt wäre hier gut zu wissen, was für Stärke. Ah, das hätte ich mir natürlich jetzt merken sollen. Das weiß ich natürlich jetzt nicht mehr auswendig. Das hat doch die Mutter Oberin gesagt. Kann ich hier irgendwie noch mal raus aus dem Bild? Ah, zurück. Okay, gut. Dann gehe ich mal lieber nochmal hin. Oder zumindest ins Klassenzimmer und da mal gucken, was da ist. Die Tiermotive waren für Lilly tabu. Die Oberin ließ aber selbst die... Gehen wir nochmal in den Raum mit in die Küche und gucken nochmal an, wegen dem, ob es da irgendwas nochmal dazu war. Mal kurz schauen. Können wir die angucken? Hier fehlte und auch ein schlechtes Gewissen hatte sie trotzdem. Wenn das Selbstbeherrschungsmotiv nicht heute noch fertig wird, platzt mir wirklich der Kragen. Selbstbeherrschung ist wichtig! Da hat die Mutter Obre natürlich vollkommen recht. Lass mich allein. Ich muss meine... Okay, das heißt, ich muss... Halt mich, ich habe gerade mal so eine Idee. Wo war nochmal das von der oberen? Schlafsaal, Klosterschule, Treppenhaus. Ja, das heißt, ich muss die nochmal irgendwie abbekommen dann später. Gehen wir zum Rundgang. Ah, hier kommt man dann nochmal zur oberen. Ist die Katze soweit? Hier können wir den mitnehmen. Können wir. Können wir sonst noch irgendwas machen? Angucken, 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 haken. Gemälde, gucken wir das mal an. Hast da was verändert? Nö, hat's nicht. Gut. Lilly musste aufpassen, dass sie den Spieß nicht ins Auge bekam. Unfälle passierten so leicht. Lilly hatte Angst, dem Meerschweinchen weh zu tun. So ungeschickt, wie sie sich immer anstellte, würde sie Hilfe benötigen, um es zu befreien. Reumütig erinnerte sich Lilly an ihr Debakel mit dem Zwergkaninchen. Armes Zwergkaninchen. Kann ich das mit der Topfpflanze machen? Schauen wir mal. Lilly wollte es sich nicht mit der Lust pflanzen, war... Na. Können wir die aufschließen? Lilly wollte es sich pflanzen... Schade. Okay.
Dann können wir hier wohl nichts machen. Da gehen wir mal zum Treppenhaus. Hier können wir wahrscheinlich auch nichts machen mehr. Sie. Können wir das da eigentlich als Werkzeug benutzen? Wahrscheinlich nicht. Da brauchen wir wahrscheinlich einen Schraubenzieher oder sowas ähnliches. Aber probieren kann man es ja. Verdammt! Damit kam Lilly zwar in die Löcher, aber sie konnte die Schrauben nicht drehen. Sie braucht. Das hätte mich auch gewundert, wenn das funktioniert hätte. Die Murmeln werden auch nicht. Lilly durfte. Ne. Gut, dann gehen wir mal runter. Dann gehen wir mal in den Klosterflur. Mit dem kann man schon reden. Gehen wir mal hier rein. Ah, halt mal, ich wollte ja ins Klassenzimmer erstmal. Können wir mit dir reden, mit Birgit, was sie dazu sagen? Du lenk mich nicht ab! Du siehst doch, dass ich arbeite! Man erkennt es daran, dass ich mich anders verhalte als du. Jetzt komm doch mal zum Punkt! Dir fehlen scheinbar ein paar wichtige Lektionen in Sachen Werte und Normen. Hast du aus meinen mehrfach prämierten Stickereien denn gar nichts gelernt? Jedem Tier lässt sich eine Charaktereigenschaft zuordnen. So steht der Bär für Stärke und der Hirsch für Heldenmut. Es gibt natürlich auch Negativvorbilder. Das Stachelschwein zum Beispiel. Aber... Nochmal neu anhören. Dir fehlen Schein. Hast du aus meinen Meer. Jedem Tier lässt sich eine Charakter. Ja, ja. So steht der Bär für Stärke und der Hirsch für Heldenmut. Es gibt natürlich auch Negativvorbilder. Das Stachelschwein zum Beispiel ist besonders lahm und schläfrig. Darum wird man es auch nie auf einem meiner Banner finden. Aber vielleicht in deinem Familienwappen. Okay, Stachelschwein war schläfrig. Okay, das ist alles, was ich wissen musste. Gut, dann kann ich das Rätsel jetzt lösen. Weil ich wusste gar nicht mehr genau die Tiereigenschaften. Okay, verstehe. Gut, dann kann ich das jetzt machen. Also, nochmal gucken. Bär stand für Stärke. Gut. Denn er half mir immer zu großer Stärke. Ja, dann ist das dann so. Heroische Taten konnte ich nicht an Tagen vollbringen, an denen ich traurig, an denen ich nicht traurig war. Konnte ich nur an Tagen verbringen, an denen ich traurig war. Okay. Heroische Taten, also Heldenmut quasi, so ähnlich. Traurig war und traurig geht also dann hier nicht. Was heißt dementsprechend, wenn ich mal gucke, muss ich das hier anmachen? Und traurig geht dann hier quasi nicht. Heroische Taten. Das gehört, obwohl, nee, warte mal, das kommt weg. Apfel ist sonst nichts mehr. Apfel im Gepäck war ich traurig, die war immer kurz so stark. Heroische Taten konnte ich nicht an den Tagen verbringen, an denen ich nicht traurig war. Heroische Taten, okay, ist der Hirschte. Also dann schließt sich das hier schon mal mit dem aus. Okay.